Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir heute wieder eine Kamerafrau besorgt, denn das ist ganz praktisch, wenn ich irgendwelche Zeltkonstruktionen aufbaue, wenn mir da irgendjemand hilft, dann muss ich nicht so 97 Mal das Stativ umstellen, von daher mit Kamerafrau heute. Und es gibt wieder reichlich Mücken, wenn ich also irgendwelche komischen Wedelbewegungen mache, die sonst nicht ins Bild gehören, dann liegt es an den Mücken. Gut, das vorweg. Das hier ist die preislich gesehen meiner Meinung nach am ehesten die Alternative zur Baumarkt-Universalplane, wenn man sich ein Shelter für den Wald bauen möchte, in dem man gut übernachten kann. Und zwar ist das die Bundeswehr-Zeltbahn. Die gibt es gebraucht für irgendwas zwischen 7 und 10 Euro, meine ich. Wird in der Regel dann so geliefert. Die Original-Bundeswehr-Zeltbahn, die man bei der Bundeswehr ausgeliefert bekommt, ist nochmal in einer zusätzlichen Tasche, hat zusätzlich nochmal ein paar Heringe, eine Schnur und ein Gestänge, beziehungsweise also so eine Stange, mit der man das Ding befestigen kann. Die ist, wenn man die Plane allein kauft, nicht dabei und ich würde sagen, das ist auch besser so, weil wozu soll man die Stange mitschleppen, wenn man sich im Wald nicht einfach sowieso einfach ein Stöckchen besorgen kann. Also ich finde das ohnehin cooler, wenn man sich sein Material selber erarbeitet, soweit das überhaupt geht. Heißt Heringe selber schnitzen, Zeltstangen selber schnitzen und nur die Plane muss man dann noch mitschleppen. Die Dinger sind relativ schwer, aber zu Vor- und Nachteilen, insbesondere im Vergleich mit der Baumarkt-Universalplane, kommen wir dann später. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das Ding aufbaut. Nur mal vorweg, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Ein-Personen-Variante ist halt die mit einer Plane. Das gibt dann so ein Schrägdach bzw. Lean-To-Shelter, wenn man sich das Ganze aus Ästen bauen würde. Und man kann auch eine zweite Variante dann dran bauen. Dann hat man sozusagen eine Debris Hut, beziehungsweise das klassische Dreiecksform-Zelt, wie es früher eigentlich nur Zelte gegeben hat, bis das Igloo-Zelt und ähnliche andere alternative Zeltformen überhaupt erfunden wurden. Bla bla, ich baue jetzt mal auf. Wichtig, bei der Plane beachten, die Seite, an der die großen Ösen sind, das hier ist eine große Öse, da hängen auch diese Schnüre dann oben im Giebel entsprechend, ist die Seite, die nach oben muss. Also das ist quasi der Giebel. Giebel, der mit den großen Löchern. Ansonsten ist noch zu beachten, aber das seht ihr dann im aufgebauten Zustand auch nochmal schön, diese Plane hat so dreieckige Enden, ist also nicht komplett rechteckig, sondern ist eigentlich ein Trapez. Aber auch das seht ihr im aufgebauten Zustand dann nochmal ganz gut und ich baue weiter. Schritt 1, Plane fixieren mit zwei Heringen in den jeweiligen äußeren Ecken. Hering habe ich geschnitzt, die Schnüre habe ich schon vorher an der Plane festgemacht. Was man auch machen kann, ist, dass man sich natürlich so dünne Heringe nimmt, dass sie durch die Öse hier durchpassen. Aber ich habe lieber dickere Heringe und habe da eine Schnur dran gemacht, da ist man einfach irgendwie flexibler mit. Und ja. Wenn die ersten beiden Heringe sitzen, ist der nächste Schritt dann auch schon das Gestänge aufzustellen. Dafür braucht man dann einen solchen entsprechenden Ast. Nimmt den von der Länge her so, das ist wichtig, dass dieser Dreieckszipfel, der da hinten am Zelt hängt, insbesondere wenn man sich das komplette Zelt aufbauen will und nicht nur die Lean-To-Shelter-Variante, dann sollte der locker auf dem Boden reichen. Also so, dass er bis auf den Boden reicht und noch so ein kleines Zipfelchen hier locker runterhängt. In der Steilheit sollte das dann schon sein, damit es dann auch ein gutes Zelt ergibt. Man kann es flatter aufbauen, damit man mehr Platz drin hat als Lean-To-Schalter, wenn man es halt eben nur einzeln aufbaut. Aber auch das seht ihr dann, wenn es entsprechend fertig ist, nochmal genauer. An so einen Stock kommt jetzt natürlich noch eine Zeltleine. Der dafür geeignete Knoten ist der Topsegel Shortstake. Den kann wahrscheinlich ohnehin jeder, weil ihn der Saki in seinen Anfängervideos auch vorführt, wie der zu machen ist. Und da ich ihn selber auch ehrlich gesagt beim Saki gelernt habe, will ich jetzt dem Saki nichts wegnehmen, indem ich jetzt erkläre, wie der geht.
sondern macht das Teil einfach nur schnell. Ihr seht, es ist ein Knoten, der sich entsprechend, eine Schlaufe, die man noch verschieben kann hinterher. Ganz praktische Angelegenheit. Dann setzen wir uns hier einen Ehering zum Abspannen. Man kann so eine Heringschnur übrigens auch einfach wirklich damit befestigen, indem man die ein paar Mal um den Hering wickelt, Hering dann gut schön tief verankern und das Ganze hält. Man kann da auch noch einen Stein drauf packen. Also das ist mir eigentlich am liebsten. Ich arbeite da wenig mit Knoten. Wenn man jetzt hier noch Spannung drauf kriegen wollte, könnte man hier jetzt durch diesen verschiebbaren Knoten da dann halt eben noch entsprechend die Schlaufe ein bisschen weiter. Na? Oder eben enger machen. Aber die ist so jetzt eigentlich schon ganz knapp. Dann schwierig, das beim ersten Hering einschlagen, dann gleich so richtig dran hinzukriegen. Da muss man dann meistens noch mal irgendwas nachdeichseln. Ihr seht, im Prinzip kann man jetzt hier drunter schon einziehen. Aber das ist jetzt relativ eng, also wenn ich mich jetzt hier hinlege, dann passe ich da so, hoppala, jetzt ist die Kameratasche im Weg, passe ich da so gerade so drunter, dass ich mehr oder weniger kaum noch eine großartige Kante habe. Also ich müsste das Ding jetzt schon richtig aufgebaut haben, dass der Wind von der Seite kommt. Ist die Kamerafrau gegen meine Zeltschnur gerannt? Böse Kamerafrau. Dass der Wind halt entsprechend von der Seite kommt, auf der ich auch geschützt bin. Dann würde es funktionieren. Das ist immer so das große Problem bei dieser Lean-To-Shelter-Variante, dass man die Windrichtung richtig abschätzt oder man baut sich noch ein Vordach oder baut sich dann eine so aufwendige Konstruktion, dass man im Prinzip gleich ein richtiges Zelt bauen könnte. Und deswegen ist ja das Schöne bei der Bundeswehr-Zeltbahn, dass man die jetzt ganz einfach erweitern kann, indem man eine zweite Bundeswehr-Zeltbahn nimmt. Und mit der zweiten Bundeswehr-Zeltbahn, die ein zweiter Soldat im Marschgepäck hat, weil Soldaten sind ja nie alleine unterwegs, sondern immer gleich im Grüppchen, kann man jetzt daraus ein Vollwertzelt bauen für zwei Personen. Und da ist eigentlich sogar erstaunlich viel Platz da drin. Man nennt das Teil übrigens auch Dachgarage. Dazu nimmt man wieder die großen Ösen, also diese Seite, legt die dann einfach hier oben drüber. Macht das Gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Und allein dadurch, dass man das jetzt schon so dran gehängt hat, seht ihr, man hätte jetzt schon eine ziemlich geschlossene Konstruktion. Also für so einen ganz schnellen Aufbau, bei dem man einfach schnell mal ein bisschen Wetterschutz braucht oder schnell mal ins Trockene oder auch ins Warme will, weil dadurch, dass diese Zeltkonstruktion aus Baumwolle ist, ist sie nämlich erstaunlich warm, wäre das ja eigentlich jetzt schon eine Möglichkeit, sich ganz gut vom Wetter zu schützen. Jetzt hat das Ganze hier noch Knöpfe, mit dem man die beiden Planen aneinander knöpfen kann. Es lässt sich übrigens mit noch mehr als zwei Planen lassen sich dann tolle Sachen bauen. Also da kann man dann richtige Truppenunterkünfte zusammenbauen, indem man beliebig viele Planen miteinander konstruiert. Ich weiß zwar auch nicht, wie das geht, aber in der Theorie funktioniert das. Soweit hat es mir nie jemand erklärt bei der Bundeswehr.
Jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja, ist denn das auch dicht? Weil wenn der Regen hier jetzt drunter weht, in Anführungszeichen, dann ist es ja nicht mehr dicht. Ja, stimmt. Das ist halt dann irgendwo so ein bisschen der Nachteil von der ganzen Konstruktion. Man kann das auch versuchen, dann nochmal doppelt zuzuknoten, indem man dann quasi den inneren hier durch macht und den äußeren dann dadurch macht. Da ist man dann halt am Knoten bis zum geht nicht mehr. Aber da wir ja im Wald Zeit haben, wäre das auf jeden Fall eine Konstruktion, die man machen könnte. Und dann ist das Ganze insgesamt noch dichter. Und jetzt wichtig dazu zu sagen ist, dass dieses Baumwollmaterial, wenn es nass wird, aufquillt. Das heißt, das Material an sich wird dann dicht und schließt irgendwelche eventuelle Lücken in der Konstruktion dann quasi durch dieses Aufquillen einigermaßen ab. Also der Giebel ist eigentlich selten das, wo es dann im Endeffekt wirklich großartig durchtropft, weil eben durch die relativ steile Aufbauvariante, jetzt, die ich hier auch gewählt habe, fließt das Wasser relativ gut nach unten ab und es ist gar nicht genug Fläche da, dass der Giebel so wirklich durchweichen kann, insbesondere wenn man den dann nachher noch mal ein bisschen extremer abspannt, dass der möglichst gerade ist. Und wenn es da keine Stelle gibt, wo sich das Wasser ansammeln kann, dann weicht das im Giebel eigentlich auch normalerweise kaum durch. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass es mir jetzt vom Giebel so richtig krass runtergetropft hätte. Vielleicht mal ein oder zwei Tröpfchen. Aber normalerweise liegt ja auch keiner direkt unterm Giebel, sondern links und rechts vom Giebel. Und wenn es vom Giebel aus dann ein paar Tropfen runterkommen, ist ja nicht so dramatisch. Im Wald regnet es ohnehin nie so wirklich viel, weil ja viel an den Bäumen auch hängen bleibt. Und da ist man doch ganz gut geschützt. So, jetzt muss man noch analog zum Aufbau von der ersten Hälfte, die zweite Hälfte auch einfach noch abspannen und mit Hering fixieren an den jeweiligen äußeren Ecken. Also wenn es dumm läuft, ist man dann noch ein bisschen am Abspannen und am Optimieren, bis man das Ganze dann in einem Zustand hat, in dem man sagt, da kann ich jetzt einziehen. Und damit steht die ganze Geschichte auch. Nicht mein bester Aufbau von diesem Zelt, muss ich sagen. Hängt jetzt doch ein bisschen arg durch. Was man jetzt übrigens noch machen kann, Frau Kamerafrau, bitte herkommen, ist, man hat hier im Giebel direkt noch diese Schnüre. Mit diesen Schnüren kann man, indem man diesen Knoten entsprechend versetzt, den kompletten Giebel quasi noch weiter anziehen, um darauf noch mehr Spannung zu bekommen. Das kann man auch mit der entsprechenden anderen Hälfte vom Giebel auch noch mal so machen. Damit kriegt man den Giebel dann auch noch mal insgesamt ein bisschen höher und muss dann halt den Knoten entsprechend so setzen, dass man seinen Giebel noch mal ein wenig gespannt hat. Also das ist noch mal so ein Trick zum Nachspannen. Diese Schnüre sind standardmäßig eben im Giebel verbaut, sollten sie zumindest sein. Und jetzt kann man sich dann hier einfach noch mal einen dicken Knoten draufsetzen. Den man entsprechend nah an der Öffnung, wo er rauskommt, macht. Und dann hebt das auch einigermaßen. Und es ist schon wieder ein bisschen mehr Spannung. Aber im Prinzip würde das ja so jetzt auch reichen. Natürlich ist das jetzt hier noch ein bisschen faltig. Jetzt müsste man den Hering nochmal umsetzen, aber der hebt nicht gut. Der Boden ist hier auch nicht so ganz optimal. Ich habe so im Großen und Ganzen begriffen, worum es geht. Und wenn man jetzt hier halt eben genug Platz gelassen hat und das Ganze locker und auch hoch genug abgespannt hat, hat man dann auch die Option, dass man das Ganze mit etwas zusätzlicher Kraft hier auch zuknoten kann oder zumindest so halbwegs zuknoten kann. Es reichen dann ja in der Regel auch so ein, zwei Knoten, da hat man auch noch ein bisschen Belüftung. Und dann hat man tatsächlich ein vollwertiges Zelt, ist vor Blicken geschützt durch die schöne Tarnfarbe, ist vor dem Wetter geschützt und dadurch, dass es halt eben ein Baumwollzelt ist, viel besser kriege ich es jetzt nicht zu. Hier der oberste, der spannt ein bisschen arg. Ja, geht so gerade so. Man sollte das auch nicht übertreiben, sonst fliegt einem die ganze Konstruktion wieder zusammen, wenn man gerade wie ich nicht die optimalsten Heringe verwendet. Aber geht. Und dann ist das Ganze zu. Und jetzt hocke ich mich noch mal kurz rein, dass ihr mal seht, wie es da drinnen aussieht. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen erkennen. Frau Kamerafrau, kann man ja. Frau Kamerafrau sagt, man kann. Also wie ihr seht, hier passen schon so zwei Personen nebeneinander. So wirklich luxuriös viel Platz ist nicht.
ein Vorteil der Konstruktion ist, dass die Sitzhöhe vergleichsweise hoch ist. Man kann sich also schon einigermaßen hinhocken. Dadurch, dass das ganze Ding aus Baumwolle ist, ist es natürlich nahezu völlig feuerfest. Man kann also hier drin auch ohne weiteres kochen. Ist überhaupt kein Problem. Weiterer Vorteil der Tatsache mit der Baumwolle, es ist eine gewisse Atmungsaktivität vorhanden. Das heißt, wenn ihr hier drin Wasserdampf erzeugt, allein dadurch, dass ihr euch hier drin aufhaltet, ein gewisser Anteil davon entweicht tatsächlich durch das Material. Also die Kondenswasserbildung ist vergleichsweise gering, mit vergleichbaren Zelten ohne große Belüftungslöcher. Theoretisch hat diese Plane hier noch Lüftungsöffnungen, aber sinnvollerweise klebt man die eigentlich zu, damit es auch wirklich dicht ist. Wie hier auf der Seite, da ist es zugeklebt mit Panzertape. Das habe ich schon so bekommen, das hat mein Vorgänger bereits zugeklebt gehabt. Das ist eigentlich bei der Bundeswehr fast so üblich, dass die meisten Leute sich mit Öffnungen zukleben. Die kann man auch nochmal benutzen, um nochmal andere Dinge an die Zeltbahn dran zu knoten. Universell einsetzbar das Ganze. Aber ich finde eigentlich für 16 bis 20 Euro ein tolles Zelt. Zumal außerdem noch schön getarnt, also zum im Wald übernachten ist das echt eine gute Alternative. Heringe kosten nichts, kann man sich selber machen. Zeltstange kostet nichts, kann man sich auch selber machen. Wenn man jetzt noch einen Boden reinlegen will, kann man das natürlich tun. Da bietet sich dann wieder die Baumarkt Universalplane an oder irgendeine andere Plane oder einfach nur eine Decke oder man nimmt einfach nur direkt die Isomatte oder baut sich hier rein einfach ein Lager aus Reisig und haut sich dann da drauf. Meiner Meinung nach echt eine schöne Zeltkonstruktion. Und man kann es natürlich auch auf beiden Seiten offen lassen. Wenn das Wetter jetzt einigermaßen gut ist, dann hat man auch noch optimale Belüftung. Also meiner Meinung nach ist das echt eine richtige Alternative zur Universalbaumarktplane. So, jetzt hat das Ding nur einen entscheidenden Nachteil. Also wirklich einen alles entscheidenden Nachteil. Nämlich, eine Plane wiegt circa 1 Kilo. Das heißt, das komplette Zelt wiegt dann etwa 2 Kilo. Selbst wenn man keine zusätzlichen Heringe und keine zusätzlichen Zeltstangen mitschleppt, und damit ist es halt schon erheblich schwerer als die Baumarktplane. Man kann mit der Baumarktplane auch Konstruktionen bauen, die vom Platzangebot her nochmal erheblich besser sind. Und was nochmal ganz erheblich dazu kommt, wenn die Plane nass wird, dann ist sie wahnsinnig schwer. Und vom Packmaß her sind halt eben 2 Planen, die man mitschleppen muss, um sich daraus ein richtig gutes Shelter bauen zu können, halt auch nochmal ziemlich riesig. Wen das nicht stört und wer dieses Gewicht dafür tragen möchte, ein Ein-Personen-Zelt von 2 bis 3 Kilo, dann im nassen Zustand oder auch 4 Kilo im nassen Zustand. Ich habe das Ding noch nie gewogen, wenn es nass war. Aber wenn es so richtig nass ist, die Plane, ist es schon ein wenig unangenehm. Zumal man die ja dann auch nass einpacken muss. Also das ist wirklich nicht so lustig. Ich schleppe es nicht gerne in der Gegend rum, sagen wir es mal so. Da habe ich dann wirklich lieber diese Baumarktplane. Die wird auch schneller trocken. Das ist nochmal so ein Nachteil von dem Ding, wenn es mal nass geworden ist. Dann dauert es relativ ewig, bis es dann endlich mal wieder getrocknet ist, das gute Ding. Ja, aber preislich ist es halt eben, wie gesagt, eine schöne Alternative und die Tarnfarbe ist halt schon auch praktisch. Wenn man dann schon im Wald zeltet, was man ja offiziell ja auch nicht darf, dann ist natürlich, ist ganz gut, wenn man sich nicht erwischen lässt, in Anführungszeichen. Von daher ist die Tarnfarbe da echt ein Plus. Und jawohl, ja. Schön ist eben, wie gesagt, das mit der Atmungsaktivität, dass das Kondenswasser sich in Grenzen hält. Es ist ein vollwertiges Zelt. Es ist, wenn man es gut aufgebaut hat und es sind noch jede Menge andere Ösen dran, wo man noch zusätzliche Heringe anbringen kann, damit das Ganze dann noch fester steht, dann ist es auch wirklich eine relativ stabile Konstruktion und für die Windverhältnisse, die im Wald zu erwarten sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da mal irgendwelche Probleme geben wird, was den Windwurf angeht von so einem Zelt. Von daher ist es auf jeden Fall eine Alternative zur Universalplane, aber halt eben mehr so für meiner Meinung nach stationäre Camps gedacht, wenn man irgendwie vorhat, mal 3 Tage im Wald zu bleiben oder auch 4 Tage oder sich ein paar von den Teilen im ganzen Wald verteilt, überall aufstellt. Kann man ja auch machen. Wie gesagt, die kosten im Idealfall 16 Euro und hat dann jeweils so seine Unterschlüpfe, wenn man in seinem Wald unterwegs ist. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was man mit so einem günstigen Zelt in Anführungszeichen anstellen könnte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Ich finde es irgendwie cool, gerade so bei so eben längeren Aufenthalten im Wald und stationären Camps. Da ist es absolut top und da ist es mir dann auch lieber als die Plane. Wenn ich aber unterwegs bin, dann nehme ich die Plane mit. Jo. Ich glaube, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt mit der Aufbauanleitung einigermaßen folgen. Ist im Prinzip ganz simpel und eine coole Geschichte, das Ding. Also, demzufolge macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja.